Aloha und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde heute über mein Lieblingsbuch sprechen, die Bibel. Okay, bei dem Ausschnitt, dem Bierkasten, spätestens dann glaubt ihr mir das nicht mehr. Es geht heute um Patrick Süskinds Der Kontrabass. Dieses Buch begleitet mich seit mittlerweile 2,5 Jahren fast. Und die Liebe dazu ist mittlerweile so groß, dass sie unter die Haut geht. Also, während ihr dieses Video seht, erhole ich mich noch davon, dieses Cover tätowiert bekommen zu haben. Ich hoffe, das war ein richtiger Satz. Genau. Es ist seit 2,5 Jahren einfach ein wichtiges Buch in meinem Leben. Es ist das Buch, das ich am meisten gelesen habe bisher, weil es sich auch schön lesen lässt. Und deshalb rede ich heute ein bisschen drüber. An dieser Stelle sei gesagt, das wird keine Interpretation, es wird im besten Fall eine Rezension. Ich habe es zugegebenermaßen vor einer ziemlich langen Zeit, so vor einem halben Jahr, das letzte Mal gelesen, weshalb ich nicht mehr alles zusammenbekomme, nur noch so einzelne Schlüsselszenen, weshalb ich euch einfach animiere, konsumiert das Buch selbst. Also ich würde hier einen Amazon Affiliate Link reinpacken, aber Amazon, bäh. Und das war es eigentlich schon. Also geht zur Buchhändlerin eures Vertrauens und lasst es euch bestellen oder leiht es euch in der Bücherei aus, nachdem ihr das gesehen habt und dann dachtet, hey, Ria hat recht, ich glaube, ich sollte dieses Buch lesen. Ich weiß nicht, nein, das Exemplar, das vergrose ich nicht. Also, wenn ich irgendwann größer bin, dann vergrose ich ein Exemplar davon, aber ansonsten eher nicht. Dieses Buch ist tatsächlich das Buch, das ich am öftesten gekauft habe. Nämlich ganze zweimal. Einmal, weil ich es für den Unterricht brauchte und einmal als Geschenk. Ricky, an dieser Stelle Grüße an deinen Vater. Und ja, warum habe ich mir dieses Buch überhaupt erst gekauft? Weil ich es musste. Also, die Geschichte, die ich mit diesem Buch habe, die ist ziemlich lang. Sie fängt 2013 oder 14 bei Topmodel.biz an. Ihr kennt bestimmt diese Topmodel-Zeitschriften am Kiosk, die immer so schreipink oder lila sind, wo immer hässliche Sticker drin sind. Ne, ich habe den Scheiß früher gelesen. Und ich war früher auch auf dieser Website aktiv, damals, als es sie noch gab. Die gibt es jetzt seit einigen Monaten nicht mehr. RIPTM.biz. Und habe dort echt witzige Leute kennengelernt. Und habe mit denen auch außerhalb noch Kontakt gehabt. Und wir haben auch öfter mal geskypt, weil wir halt quer durch Deutschland und Österreich gewohnt haben. Und an dieser Stelle Grüße an Mimi, mit der ich zu der Zeit, als sie gerade ihre Matura gemacht hat, geskypt habe. Und dafür mussten sie das Parfüm lesen. Und da hatte ich schon mal den Namen Süßkind. Und sie hat mir das so erzählt, so, ja, in diesem Buch geht es darum und es ist irgendwie total creepy und total makaber, aber es ist trotzdem irgendwie gut. Und ich war so, hey, ich muss dieses Buch lesen. Dann habe ich das Buch zum 13. oder 14. Geburtstag bekommen und bin seitdem hooked on Süßkind. Fast forward in die Oberstufe, also von mir Epochenvorträge. Ich habe zu dem Zeitpunkt Theater gespielt und dachte mir so, geil, ich mache die Antike. Ich also in die Bücherei gesteppt, hab mir Sophokles mitgenommen, Epimedes, was es sonst noch gab. Ich habe den dritten vergessen. und natürlich auch rein Interesse halber, weil ich immer noch keine Dramen wirklich lesen konnte, wenn ich es nicht musste. Okay, just kidding, ich habe sie auch nicht gelesen, wenn ich es musste. Also ich habe zwei Mephisto-Cosplays im Schrank, aber ich habe Faust nicht komplett gelesen, also steinigt mich. Ja, genau, ich habe dann halt interessenhalber noch. Was habe ich mitgenommen? Brecht? Genau, die Dreigroschenoper hatte ich dann noch, den guten Mensch von Szechuan und den Urfaust von Dürrenmatt. Und das hier. Also, das ist nicht das Exemplar aus der Bücherei. So viel sei gesagt. Diese Überziehungskosten, die könnte ich mir nicht leisten. Und den Kontrabass habe ich dann auf dem Weg nach Hause. Das war ungefähr eine halbe Stunde fast komplett gelesen und das spricht wirklich für dieses Buch.
Und seitdem habe ich das im Kopf und ich habe mich da so ein bisschen verstanden gefühlt, weil es einfach eine authentische Geschichte war. Ich habe zu dem Zeitpunkt selbst Bass gespielt, allerdings E-Bass. Oh, ich träume vom Kontrabass, wirklich. Wenn ich mal groß bin, dann möchte ich Kontrabass spielen, lernen und können. Also danke dafür, süßes Kind. Ja, das war dann auch das Thema meines nächsten Deutschvortrages. Wir sollten Buchvorträge machen und ich hatte eigentlich den großen Gatsby. Und wer von euch den großen Gatsby gelesen hat oder es versucht hat, weiß, der lässt sich nicht gut lesen. Also es ist, ich habe da auch wirklich immer wieder reingesucht und ich habe es wirklich versucht zu verstehen, weil es eigentlich auch eine Epoche ist, für die ich mich interessiere, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich dann also zu meiner Deutschlehrerin so, ja, Frau Lehrerin, kann ich nicht das Drama von Süßkind machen. Wir sprechen ja eh über Süßkind und über das Parfüm. Ja, mach nur. Ich also in den Buchladen gesteppt, weil ich den Azubi vom Sehen kannte und das Buch bestellt. Der schrieb mich dann irgendwann auf Facebook an, so, ja, du bist eine Kundin von mir. Ich habe ihn erst nicht erkannt. Ups. Das Ende vom Lied, wir waren trotzdem über ein Jahrgang zusammen. Also, danke dafür, Süßkind. Ich weiß nicht, ob es nicht genauso gekommen wäre, wenn ich dieses Buch nicht gelesen hätte. Allerdings hatte ich den großen Gatsby zu dem Zeitpunkt schon und hätte nicht nochmal in den Buchladen gemusst. Also, who knows? Ich mache jetzt einfach an dieser Stelle das Kind dafür verantwortlich. Sorry, Bro. Und seitdem habe ich einfach eine ziemlich gute Konnotation zu Süßkind, insbesondere zu diesem Buch, weil es eines der ersten Bücher seit langem war, dass ich wirklich in einem Ritt durchgelesen habe, auch wirklich Bücher, für die ich mich interessiere, die ich gerne lesen möchte. Ich komme da nicht rein. Ich schaffe 2 Seiten am Tag, wenn es hochkommt. Also ich bin da echt dankbar für diese Dicke und dafür, dass es ein Einakter ist. Es gibt keine direkten Themen, Zusammenhänge, sondern es ist wirklich einfach so ein Rant runtergeschrieben von einem Typen, der in seinem Wohnzimmer steht, sich auf ein Konzert vorbereitet und über sein Leben und seinen Beruf sinniert. Und da gibt es 3 große Themen. Einmal das Bassspielen, einmal die Beziehung zu seinen Eltern, Spoiler, sie ist gestört, und einmal die Liebe. Ich werde jetzt nicht zu viel verraten, weil ich es auch einfach nicht mehr zusammenbekomme. Und damit ihr euch das Buch selbst kauft, also gebt ja die Süßkind mal ein bisschen Money. Ja, der Themenkomplex Bassspielen lässt sich zusammenfassen. Der Bass ist das ganze Instrument der ganzen Welt, er hält das ganze Orchester zusammen. Kann ich aus Bandsicht bestätigen. Und der Bass ist voll scheiße, der passt in kein Auto und ich stolper da ständig drüber und dann stolpert er über den Bass, was ziemlich witzig ist. Und da kommt er auch nie auf einen Konsens mit sich selbst. Es gibt nur, ich hasse den Bass und es gibt nur, der Bass ist das geilste Instrument auf der ganzen Welt. Also es gibt kein Ja, Bass spielen ist okay. Es ist okay, wenn du Bass spielst. Dann die Sache mit seinen Eltern. Gestörte Beziehung. Am Ende ist er auch nur aus Trotz Bassist geworden. Alles Weitere wäre zu viel des Guten. Also wie gesagt, es ist keine Interpretation, es ist keine Zusammenfassung, es ist einfach, Ria redet über Bücher. Ich sollte da eine Rubrik draus machen. Rüb. Die dritte Sache ist die Sache mit der Liebe. Ja, der Bass passt in keinen Kofferraum und jetzt ist es halt so, er hat sich in eine Sängerin verliebt, die ihn nicht beachtet, weil er halt Bassist ist am dritten Pult und es ist alles ganz furchtbar und die ganze Welt hasst ihn und sie wird ihn niemals noticen und mi, 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 mi. Also so liest sich das in dem Bereich ein bisschen, aber ihr werdet lachen, ich fühle das. Ich fühle mich davon wirklich verstanden, wenn ich sage, ja, mi, 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 mi. Es ist halt einfach authentisch und es ist kein. Es ist auch ein sehr dünnes Buch. Wie viele Seiten hat es? Ich glaube so 80. Ja, müsste hinkommen. Also, was willst du auch auf 80 Seiten für eine Charakterentwicklung erwarten? Es ist halt wirklich einfach eine Momentaufnahme. Es ist eine Aufnahme von einer Situation. Deshalb gibt es da auch keine Szenen drinne und keine Akten.
und keine verschiedenen Akte, weil es einfach alles auf einmal passiert. Ich glaube, wenn man sich selbst in dieser Situation wähnen würde, dann wären das auch keine Gedankenstränge hintereinander, sondern ein Gedankenschwall auf einmal. Eher so eine Mindmap und alles passiert auf einmal. Und da finde ich es an dieser Stelle schon von Süßkind super umgesetzt, dass er das zusammengebracht hat als Fluss. Dass da einfach die ganze Zeit was passiert und der Kopf die ganze Zeit arbeitet. Auf der Bühne selbst, in der Szene passiert nicht viel. Es ist wunderbar die Einheit nach Aristoteles eingehalten. Oder war der das mit dem Fünftaktler-Modell? Nein, die antike Theorie der Einheiten in Dramen, einheitliche Zeit, einheitlicher Ort und thematische Einheit. Die thematische Einheit kann man so ein bisschen einklammern, aber es gibt nur einen Handlungsort. Es passiert alles innerhalb eines Tages, hier sogar innerhalb einer Stunde. Es ist zeitdeckend geschrieben, was ich schon mal große Klasse finde. Und die Einheit der Handlung. Damit ist gemeint, dass es keine Nebenhandlung gibt. Also, dass jetzt nicht hier Gruppe A versucht, Excalibur aus dem Stein zu ziehen und Gruppe B versucht, die Prinzessin zu heiraten, sondern es passiert alles gerade weg. Es gibt zwar Verwirrungen hinsichtlich der Gedanken und der kommt von einem zum nächsten, zum übernächsten, aber es ist trotzdem eine Handlung. Und ich würde jetzt Gedanken nicht als Handlung sehen. Das ganze Drama ist so aufgebaut. Er steht, sitzt in seinem Wohnzimmer, trinkt ein Bier, bereitet sich aufs Konzert vor, stolpert über den Bass und redet auch mit dem Publikum. Also ich liebe es, wenn die Fourth Wall gebrochen wird. Call me Abed Nadir. Er redet mit dem Publikum und spielt hin und wieder mal was auf dem Plattenspieler, zupft einmal an der Seite und das alles vorm Konzert. Das Drama endet auch mit. Das kann ich vorlesen, da kriege ich keinen Stress mit Süßkind. Ich muss jetzt gehen. Um 7:30 fängt es an. Ich lege Ihnen noch eine Platte auf. Schubert, Quintett für Klavier, Violine, Bratsche, Cello und Kontrabass in A-Dur geschrieben, 1819, im Alter von 22 Jahren. Ein Auftragswerk für einen Bergwerksdirektor in Steyr. Er legt die Platte auf. Und so endet das Drama und dann geht er ab. Und ich denke da jetzt sehr dramaturgisch, ich muss das irgendwann mal auf die Bühne bringen. Was auch ein wichtiges Thema ist in diesem Buch. Ich fühle mich jetzt, als wäre ich Protagonistin des Kontrabass. Er hasst Wagner. Wenn ihr dieses Buch lest, ihr könnt ja ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn er sagt, wie blöd er Wagner findet, einen kurzen. habt mal lieber einen kassenärztlichen Notdienst auf Kurzwahl. Das wird bestimmt lustig. Oh ja, ich mach mal der Kontrabass-Bullshit-Bingo. Geil! Ja, ich habe schon überlegt, ob ich es mal in einem Stream lese, aber das darf ich nicht. Da verklagt mich Süßkind und da verklagt mich Diogenes. Und wenn ich sage Diogenes, dann meine ich sowohl den Verlag als auch den Typen in der Tonne. Und das möchte ich nicht riskieren. Ihr seht also, ich lasse mich gerade ein bisschen davon leiten, was in diesem Buch abgeht. Das ist nämlich sehr, sehr viel. Und deshalb hatte ich auch wirklich Probleme damit, zusammenzufassen, was ich sagen möchte. Weil es einfach so eine Sache ist, das ist kein gutes Argument, aber guckt es euch selbst an. Nein, ich bekomme kein Geld dafür. Es ist einfach mein Lieblingsbuch seit über 2 Jahren, was heißen muss. Und ich möchte diese Liebe weitergeben. Und freue mich, wenn ich den einen oder die andere von euch dazu bewegen kann, dieses Buch zu lesen, sich zu Gemüte zu führen. Oder mir gerne noch weitere Fragen dazu stellen, denn ich kann es nur empfehlen. Und deshalb wird dieses Video auch ein bisschen kürzer als meine anderen Videos. Erstens ist es im Schnitt weniger Aufwand. Und zweitens ist eure Aufmerksamkeitsspanne auch nicht so weit. Und drittens wird meine Aufnahmezeit am Handy auch nicht länger, weil mein Speicher immer voller wird. Außerdem würde ich mich spätestens ab jetzt um Kopf und Kragen reden. Das heißt, ich mache hier einen Cut drunter und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr Fragen zum Buch habt oder Vorschläge, was ich als nächstes Mal machen soll,
Dann schreibt es gerne ab in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem etwas anderen Video. Ich überlege, ob ich sowas in Zukunft öfter mache, denn so Richtung Buchblog hätte ich schon Bock. Damn rhymes, yo. Also da möchte ich mich schon so ein bisschen hinorientieren. Es scheitert gerade halt ein bisschen dran, dass ich nicht lese. Ja, ich lese sehr wenig aktuell, weil Pandemie, ich muss studieren, ich muss arbeiten, ich habe Depression. Nicht die beste Voraussetzung, ein Buch zu lesen. Also ja, ich weiß, ich könnte lesen, um mich davon abzulenken, aber das funktioniert irgendwie nicht. Und deshalb hoffe ich einfach, dass ich einfach wieder Zeit und Muße finde zu lesen, dass ich euch weiter Bücher vorstellen kann, dass ich euch weiter für Bücher begeistern kann und hoffe, ihr wollt sowas in Zukunft öfter sehen. Wenn nicht, dann schreibt mir gerne rein, was ihr öfter sehen möchtet. Das kann ja auch was ganz anderes sein. Also, ich werde nicht im Bikini Autos waschen. Das kann ich schon mal sagen. Ansonsten lasse ich mich da auch gerne inspirieren von dem, was ihr sehen möchtet. Eins der nächsten Videos ist schon in Planung. Das steht und fällt aber mit einem Besuch. Ja, ich gucke dich an, Fabian. Sorry. Und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und beim übernächsten Mal. Ich freue mich auch, wenn ihr mich hier abonniert und hier mein letztes Video guckt. Ich werde hier noch irgendwann eine Playlist hinmachen, wenn ich genug Videos habe. Folgt mir gerne auf Instagram, auf Twitter, liked meine Facebook-Seite, lest meinen Blog und esst keinen gelben Schnee. Bis dahin!